Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und herzlich willkommen hier zu der YouTube-Insel-Bewerbung. Yay, ich will auf die YouTube-Insel. Bei den letzten Bewerbungen habe ich das voll verpeilt, leider. Ja, also ist ganz schön blöd, aber heute versuche ich es nochmal. Also als erstes sprechen wir halt, wer ich bin und warum ich auf die YouTube-Insel will. Danach kommen meine Bauskills. Da muss ich dann auf die Bedrock leider, weil die aber habe ich jetzt erst seit einem Jahr oder so. Und ja, da habe ich halt nicht so viel gebaut. Und danach kommt mein Skill und danach mein PvP. So wird dann es aufgebaut und so werde ich es dann alles erklären. Als erstes kommt natürlich dran, wer bin ich und warum sollte ich auf die YouTube-Insel kommen? Also, ich bin der Minecrafter und oder eher der Benjamin, heißt so heiße ich ihn echt. Auf der YouTube-Insel könnte mich man Minecrafter nennen, weil es halt sehr umständlich, Minecrafter zockt zu sagen. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe alle Sachen, die erfüllt sein müssen, auf jeden Fall. Junge, ich wollte YouTube machen, ich musste sie mir easy holen. Hat zwar ganz schön lange gedauert, aber egal. Also ich auf der YouTuber-Insel, weil ich habe einen ganz neuen Skin. Also ich habe an niemanden rangelegen. Also guck, ich bin halt ein Pilot. Ja, ich bin so ein bisschen an Paluten daran orientiert und ein Pilot. Und ein Pilot ist niemand aus der YouTuber-Insel. Das ist schon mal die erste Sache. Die zweite Sache ist, die YouTuber-Insel braucht auch mal wieder einen, der ein bisschen besser bauen noch kann. Aber Lina kenne ich fast nur die Einzige, die gut bauen kann. Und die YouTuber-Insel braucht mal wieder welche, die was bauen. Also ich würde, wenn schon, irgendwas mit der Auftrag zu Auftrag sein, wie bei Kenny oder so. Und ich würde mich sehr gut mit Banks verstehen, weil Banks heißt ja auch genauso wie ich, als Benjamin. Also auf jeden Fall, im PvP bin ich auch sehr gut. Also jetzt nicht der Meister, ich spiele sehr gern Bed Wars. Aber auf jeden Fall, ich kann das auf jeden Fall. Ich kann also, das ist ein Butterfly, aber eher Kritten. Weil das muss dann ja auf der Java. Also ich werde gut im Team. Und ich mag es auch nicht so richtig, Zerstörung zu haben. Also ich würde nicht alles griefen und so. Weil es wäre richtig kacke, wenn so richtig Legendensachen gebaut werden. Weil meistens ist es so, dass irgendwie auf dem Server Legendensachen sind. Und die würde ich nie im Leben kaputt machen. Weil meistens baue ich auch Legendensachen. Aber ja, ich würde die eh nicht selber kaputt machen. Aber ich mag halt Legendensachen. Und deswegen. Dann kommen wir jetzt zum... Dann kommen wir jetzt zum Bauskill. So, bei den Bauskill kann ich euch leider nicht so viel sagen, weil früher habe ich immer auf der Switch gespielt und da ist halt das meiste. Aber leider kann ich die Switch nicht aufnehmen. Aber auf jeden Fall, das sind die letzten Baubattles. Ja, hier habe ich ein Haus gesprengt. Auf jeden Fall, das war eine kleine Villa. Dafür hatten wir nur 8 Minuten Zeit. Ja, dann hier haben wir ein Auto gebaut. Da hatten wir auch nur so ungefähr 8 Minuten Zeit. Das hier soll ja irgend so ein richtig geiles Auto sein, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das schon schön aussieht, aber ich finde es eigentlich schon geil. Man muss zwar hier ins Sneaken rein, aber ja, ist egal. Also das ist so ungefähr mein kleiner Bauskill, so würde ich das mal sagen. Weil, ja, das ist halt schon ein bisschen geil. So, dann kommen wir jetzt zum PvP. Leute, wenn ich das nicht jetzt zum PvP gebe, ja, ich habe es ein kleines bisschen vertauscht. Ich war ein kleiner Dussel. Aber es ist so, es ist eine sehr große Aufregung. Weil ich, es sind halt ein größerer YouTuber und bisher sind halt nicht so viele. Auf jeden Fall, ja, ich war sehr gut geplant. Und ich habe auch noch was vergessen. Ich singe auch sehr gerne. Also, ich würde sehr ein cooles Singtrio mit Kenny haben. Deswegen will ich auch noch auf die Tour essen. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Video. So, Leute, bei den PvP bin ich jetzt hier auf dem Gomma HD Server. Kenne ich auch sehr lange. Und ich habe auch noch einen Fakt gefunden, warum ich auch gerne hin will. Ist zum Beispiel, dass ich halt sehr viele YouTuber da kenne, richtig dolle. Und auch sehr gerne mal mit denen sprechen würde. Oh nee, ich habe so einen Pro bekommen, ne? Ja, komm noch. Komm doch her, Junge. Gar keinen Bock auf so einen Pro, Junge. Ja, komm. Ja, komm doch her. Ja, toll, dass das war's.
Ja, okay. Erst habe ich verloren, aber es war auch ein ganz schön großer Spitzer. Ich versuche jetzt hier einen wegzuhauen, ne? Also ich will richtig. Los, lass mich doch mal. Ah, geil. Hä? Oh. Okay, dann los geht's, der nächste. Und ich mach mal jetzt einen Zeitraffer, weil sonst wäre es ganz dort zu lange. Ja, Leute, ich habe einmal gewonnen. Es hat nur 4 Runden oder so gebraucht. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommen wir mal zu den Jump'n'Run Skills. So, für die Skills bin ich jetzt mal hier auf Liveboard drauf. Auch ein Bedrock-Server. Hier ist auch ein hier ein Jump'n'Run. Und dieses werde ich jetzt versuchen zu schaffen. Ja, das kann zwar ganz schön ein bisschen dauern. Aber ja, Leute, ihr kriegt zwar wieder einen Zeitraffer. Ich muss das hier mal in Ewigkeiten machen. So kann man das mal sagen. Und ja, dann bis gleich. Vielleicht habe ich auch schon einen First Try. Nee, Second Try. Ich habe ja. Okay, vielleicht auch nicht Second Try. So, Leute, ich habe es geschafft. Ich war da oben. Also, das zieht doch eigentlich. Ihr habt es auch gesehen. Das ist schon mal gut. Aber, Leute, ich habe mir natürlich noch was für die YouTube-Insel, weil ich kann ja jetzt nicht einfach so sagen, ja, ich war auf die YouTube-Insel deswegen, nur weil ich darin gut bin und darin gut bin. Weil das wäre ganz schön langweilig. Ja, es wäre sehr, sehr langweilig. Weil es langweilig ist, machen wir das natürlich nicht. Und zwar, ich will auch noch auf die YouTube-Insel, habe ich ja schon gesagt, weil ich entweder mal irgendwie einmal die Tour irgendwie mit denen quatschen will oder halt irgendwie mal auf einen richtig coolen Server spielen will, wo nicht sofort alles immer zerstört wird, weil ich mit meinen Freunden, wir spielen manchmal und dann irgendwelche kriegen Streit, der ganze Server ist kaputt. Das wird hoffentlich nicht auf der YouTube-Insel passieren. Ich bin auch einer, der sehr auf Gerechtigkeit geht, weil Gerechtigkeit ist halt Gerechtigkeit. Wenn zum Beispiel, aber ich werde natürlich nicht so viel zerstören, außer wenn mein Haus zerstört wird, dann gibt's Rache, weil dann habe ich so gar keinen Bock auf Leute, die einfach mein Haus aber zerstören, aber natürlich ihr Haus nicht. Das wäre übel blöd und das ist halt blöd halt, ja. Auf jeden Fall, dann mache ich halt Rache, aber sonst würde ich eigentlich nicht so einfach so umsonst einfach irgendwas zerstören. Aber ich gucke auch hier schon sehr, sehr lange halt die YouTube-Insel und ich muss auch noch was sagen, ich bin Minecraft schon seit über 8 Jahren. Ja, also, na oder? Ja, ungefähr so 8 bis 6 Jahre, also weiß ich nicht mehr so ganz, aber schon sehr früh. Früher habe ich immer auf der Switch gespielt, weil ich dann noch keinen Computer hatte. Aber jetzt habe ich schon einen Computer für so schon fast ein Jahr. Also das ist halt gut. Aber das war's jetzt mit der YouTuber-Bewerbung. Ich hoffe, ich werde angenommen. Ich muss natürlich jetzt hier nicht sein, dass ich will. Aber es wäre so, so gerne, so toll, wenn ich einmal auf die YouTuber-Insel komme. Weil das wäre so, so schön. Aber ja, es muss natürlich nicht sein. Es ist nur Glück. Aber das ist jetzt mit der Folge und ciao, ciao.